schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, der selbst am Sonntagabend im Fernsehen irgendwie noch so viel Zuversicht und gute Laune verbreitete, dass man sich fragte, ob es diese Glückspillen irgendwo in der SPD-Zentrale in Berlin gibt. Denn in Wahrheit steht er gerade vor einem Scherbenhaufen. Noch nie hat die SPD in Thüringen ein so katastrophales Wahlergebnis eingefahren. 8,2%. Und er ist dummerweise der Chef dieser SPD in Thüringen. An den 8% ändert auch nichts, dass er selbst einer der beliebtesten Politiker des Landes ist und dass er als Wirtschaftsminister jahrelang ziemlich gute Zahlen vorlegen konnte. Und trotzdem wählte fast ein Viertel die AfD und fast ein Drittel die Linkspartei. Was ist also passiert, fragen wir Wolfgang Tiefensee. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Danke. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und apropos, er hat neulich einen schönen Satz gesagt: Wäre die CDU ein Mensch, dann würde man sagen, er hat Burnout, und zwar schon lange. Aber wer liest, was er am Wochenende im Spiegel über die Führungskrise bei den Sozialdemokraten geschrieben hat, der ahnt, wenn die CDU Burnout hat, dann liegt die SPD schon auf der Intensivstation. Wir haben hier schon ein paar Mal darüber gesprochen, woher eigentlich diese autoaggressiven Tendenzen bei den Sozialdemokraten kommen. Vor allem aber wollen wir heute mit ihm über die vertrackte Lage in Thüringen sprechen, über die er sagt, solange dort kein Wahnsinn gemacht wird, ist es eigentlich nicht möglich, eine neue Regierung zu bilden. Und die große Frage ist, welche Partei wird als erste zum Wahnsinn bereit sein? Herzlich willkommen, Markus Feldenkirchen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und wie sehr wollen wir diese Frau fragen, wird genau dieser Wahnsinn zur Zerreißprobe für die Partei, die ausgerechnet in Thüringen ja immer so fest im Sattel gesessen hat, nämlich für die CDU. Wie sehr tobt da gerade der Machtkampf hinter den Kulissen? Wir erinnern uns, die Parteichefin schließt eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei kategorisch aus. Mike Moring dagegen will trotzdem mit Bodo Ramelow Kaffee trinken. Doppelter Espresso oder einfach nur ein harmloses Kännchen? Das ist die Frage. Herzlich willkommen, Christina Dunz. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, und gerade in so verwirrenden Zeiten ist es gut, diesen Mann heute bei uns zu haben. Einer, der weiß, wohin wir notfalls abhauen könnten. Mars, Mond, Venus. Was ist am schnellsten erreichbar? Er ist heute im Grunde der Blutdruckbeauftragte für die Sendung. Wenn es besonders hoch hergeht, dann geht er mit uns einfach 5 Milliarden Jahre zurück und wirft mit uns einen Blick auf das große Ganze. Ein tolles Buch hat er mitgebracht, in dem er erklärt, warum wir alle gelassener sein sollten. Wir bestehen, sagt er, alle zu 92% einfach nur aus Sternenstaub. Ja. Also auch Björn Höcke, der sich zwar gerne als Wesen vom anderen Stern inszeniert, aber offenbar keines ist. Wie hat das eigentlich alles begonnen? Schauen Sie mal, diese wunderbaren Bilder. Das sind Bilder von M87, einer Galaxie, die 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Warum ist er sich so sicher, dass es irgendwo auf fernen Planeten da draußen Leben gibt? Aber höchstens, sagt er, in Form von Einzellern. Die Wahrscheinlichkeit, dass da noch irgendwo anders ein Dackel mit dem Schwanz wedelt, ist sehr, sehr gering. Warum also, wollen wir ihn fragen, ist so ein Dackel offensichtlich ein so hochkomplexer Organismus? Und warum verdanken wir alle unser Leben einem glücklichen Zufall, genauer gesagt einer ganz bestimmten Bakterie? Das fragen wir den bekanntesten Astrophysiker dieses Landes, Harald Lesch. Freue mich sehr, schön, dass Sie da sind. Also, schönen guten Abend, es gibt viel zu besprechen. Frau Dunz, erste Frage direkt an Sie nach der Thüringen-Wahl. Sie kommen gerade aus Berlin, nehme ich an, sind auch jemand, der sich speziell mit der CDU sehr gut auskennt. Wie sehr geht es denn da gerade drunter und drüber? Ich würde sagen, sowohl in Thüringen als auch in Berlin geht es drunter und drüber. Das hat ja eine Wechselwirkung, dass die CDU da um die 12 Prozentpunkte verloren hat in ihrem einstigen Stammland und nach der Wahl sich mit dem Spitzenkandidaten Mike Moring jetzt erstmal finden musste. Und da gab es ja gestern leichte Verwirrung darüber, dass Herr Moring entgegen zum Beschluss des Bundesparteitags gesagt hat, also er geht mit offenem Herzen in ein Gespräch mit dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Aber offensichtlich ohne was von ihm zu wollen. Ja, das war ja eine irrsinnige Wolte innerhalb weniger Stunden. Am Wahlabend sagte er, auf gar keinen Fall machen wir eine Koalition mit der Linkspartei. Am nächsten Tag wollte man miteinander sprechen. Und am Abend desselben Tages, wenn ich das richtig im Kopf habe,
war dann wieder der Meinung vom Abend davor. Wie erklären Sie sich das? Na ja, gut, es gibt ja einen Unterschied, ob man eine Koalition bildet, ob man eine Regierung toleriert, ob man mal bei wechselnden Mehrheiten mitmacht oder ob man miteinander spricht. Und das, was Herrn Moring so aufgeregt hat, war, dass er im Wahlkampf von der CDU-Spitze eigentlich ziemlich allein gelassen war. Es waren wichtige Sachen abgesagt worden, die eigentlich seinen Wahlkampf gestützt hätten. Man darf nicht vergessen, Herr Moring war schwer krebskrank. Er hat das überstanden und hätte eigentlich so die ganze Kraft der Partei gebraucht und fühlte sich ziemlich allein gelassen. Und dann wollte er sich gestern nun nicht unbedingt als erstes von der Parteispitze sagen lassen, was er im Land zu tun hat. Ich glaube, die CDU hat sich ein Problem geschaffen, weil sie im vorigen Jahr, im Dezember, diesen Beschluss gefasst hat, in dem sie Koalitionen ausschließt, sowohl mit der AfD als auch mit der Linken. Und das ist ein bundesweiter Beschluss. In Thüringen ist die Situation etwas anders. Die AfD ist nicht die AfD, also mit Björn Höcke an der Spitze, den man rechtlich abgesichert Faschist nennen darf, und mit einem linken Ministerpräsidenten, der seit 5 Jahren das Land relativ erfolgreich regiert hat. Und wenn das jetzt gleich gemacht wird, dann war das für Herrn Moring sehr schwierig, aus dieser Lage herauszukommen. Und wenn man sich das Wahlergebnis anguckt und er von Verantwortung spricht, Sie haben gestern Abend auch von Verantwortung gesprochen, Ihre Partei hat 8%, die CDU hat fast 22%, da gibt es noch mal einen Unterschied. Also wenn man Verantwortung übernehmen möchte, dann ist es zumindest befremdlich, wenn eine demokratische Partei sagt, der darf nicht mal mit dem reden. Und er bricht da jetzt etwas auf oder hat gestern Vormittag etwas aufgebrochen, was für die CDU erstmal in Berlin ein großer Schreck war. Und es war auch überraschend, weil Herr Moring bisher nie dafür stand. Er hatte sich eher da zurückgehalten. Aber und auf Berliner Linie, kann man das so sagen? Ja, er war auf Berliner Linie. Und ich glaube, dass er während des Tages schwer bearbeitet wurde, dass am Abend dann eine Pressemitteilung herauskam, in dem wieder dieses Ausschlussmoment unterstrichen wurde und er wieder davon abweichen musste. Uns interessieren immer die Dinge auch hinter den Kulissen, Frau Dohns. Wer bearbeitet da? Also wer schreitet da zur Tat? Wer verteilt Massagen oder wer macht das? Wer macht da Druckbeatmung? Ja, macht Druckbeatmung das die Chefin selbst? Sie ist eine ganz starke Vertreterin dieses Beschlusses gewesen. Sie hatte den Annegret Kramp-Karrenbauer hatte im letzten Jahr maßgeblich dazu beigetragen und hatte schon einem anderen Kandidaten, Ingo Senfleben in Brandenburg, frühzeitig gesagt, das geht nicht mit der Linken. Da war ja schon einmal eine Diskussion und das hat sie gestern, also diesen Wunsch hat sie natürlich, oder diese Order hat sie natürlich gestern noch mal ausgegeben. Ich glaube aber, dass es auch in Thüringen massiven Druck gab, weil es auch in Thüringen bei der CDU Kräfte gibt, die sagt, wir könnten ja auch mal in Richtung AfD gucken. Und wenn Herr Moring die Tür zur Linken aufmachen würde, gäbe es Kräfte in der CDU in Thüringen, die sagen würde, dann brechen die Dämme, dann können wir es auch mit rechts machen. Also alles drunter und drüber. Wissen Sie was, Frau Dohns, wir schauen mal ganz kurz eine ganz kleine Historie in, also Ausschlusseritis, wir schließen auf jeden Fall eine Koalition mit der Linkspartei aus, bis hin zu, vielleicht gehen wir mal zusammen Käffchen trinken, reden ein bisschen und dann am Abend wollen wir vom Kaffee nichts mehr wissen. Bitte schön, wir schauen mal ganz kurz rein, diese Entwicklung. Nicht mit der AfD, nicht mit Links, halten wir schon mal fest. Habe ich ja schon beim letzten Sommerinterview auch deutlich gesagt, hat sich auch nichts in der Position geändert. Eine Regierung der bürgerlichen Mitte kann ja auch gar nicht mit Links gehen, das würde Ihnen sicher schon selbst widersprechen. Welche Koalition zum Schluss streben Sie denn an? In Thüringen? Ja. Zunächst wollen wir Rot-Rot-Grün ablösen. Sie wollen nicht mit der AfD, Sie wollen nicht mit der Linkspartei? Genau, das habe ich klar gesagt. Jetzt interpretiere ich das mal, dass Sie sagen, jemand, der Verantwortung übernimmt, geht auch mit in die Regierung, mit den Linken. Wir sind bereit für so eine Verantwortung, wir müssen zunächst ausloten, was heißt das für Thüringen? Was heißt das, was wir vor der Wahl zugesagt haben, kann man nach der Wahl umsetzen? Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht. Ich brauche nicht Berlin, um zu wissen, was für Thüringen wichtig ist. Würden Sie sagen, dass Sie eine Koalition auf jeden Fall ausschließen, dass das der Weg ist, der auf keinen Fall geht? Erstens weiß ich noch gar nicht, was Bodo Ramelow besprechen möchte. Also gehe ich mit offenen Herzen dahin und höre mir das Gespräch an. Und dann werde ich mit meinen Leuten zu Hause entscheiden, was wir mit diesen Gesprächsinhalten machen. Aber die Vorsitzende hat es noch mal richtig erklärt. Es gibt eine Beschlusslage der CDU Deutschland und die gilt zunächst für alle. Ist auch ein interessanter Satz. Die Feinheiten sind es. Ne? Mhm. Es gilt zunächst für alle. Ja, ja. Also Herr Moring wollte definitiv die neuen Realitäten in Thüringen anerkennen und hatte erkennbar Interesse, das zumindest zu sondieren, ob es dort eine Zusammenarbeit geht. Was ich
wirklich skandalös fand an den letzten beiden Tagen, waren weniger seine Aussagen, sondern die aus Berlin von seinen CDU-Kollegen, wo immer mantraartig wiederholt wurde, keine Koalition mit der AfD, keine mit der Linken, zusammengefasst nicht mit radikalen Kräften. Diese Gleichsetzung ist kein Schutz der politischen Mitte, das ist eine Verharmlosung rechtsextremer Kräfte, die es in der AfD gibt. Speziell mit Blick auf die Thüringer AfD muss man das ja sagen. Man muss die Linkspartei nicht mögen, man muss sie nicht wählen, aber schlimmstenfalls will die ein leicht anderes Wirtschaftssystem. Die anderen wollen eine andere Staatsform, eine andere Republik, das Ende der liberalen Demokratie. Sie haben rechtsextreme Kräfte in ihren Reihen, in Thüringen sogar an der Spitze. Bodo Ramelow, der Chef der Linken, ist ein überzeugter Christ. Björn Höcke, der Chef der AfD, ist ein Faschist, darf zumindest so laut Gerichtsurteil genannt werden. Und wer den Unterschied nicht erkennt, der macht sich hiermit schuldig. Das heißt, da hat man sich ein Eigentor geschossen, ganz offensichtlich. Bevor wir gleich darüber reden, was das auch politisch bedeutet, was hören Sie denn hinter den Kulissen, Herr Feldenkirchen? Sie sind ja auch in Berlin. Was geht da gerade ab in der CDU? Was passiert da gerade? Also ähnlich wie die Kollegin Dunz, glaube ich, war das gestern ein harter Machtkampf, der nur seicht kaschiert wurde. Mike Moring wollte das ausloten, ob das nicht doch eine im Sinne Thüringens eine stabile Regierung oder irgendwie andere Formen der Kooperation. Und viele vom konservativen Flügel der CDU haben gesagt, wenn wir das jetzt noch durchführen, eine Koalition mit der Linken nach all der Modernisierung, Liberalisierung, offen für alle Seiten sein unter den langen Jahren unter Angela Merkel, das wäre quasi der Endpunkt der Beliebigkeitswertung unserer CDU. So die Sorge in den konservativen Teilen rund um Friedrich Merz. Aber nicht und dann nur kommt Friedrich Merz um die Ecke. Und wir hören mal ganz kurz rein. Es ist grottenschlecht, hat er gesagt. Ich habe erst gedacht, das sei eine Überspitzung, eine Übertreibung von irgendjemandem, der ein bisschen Fantasie hat. Aber er hat es genau so gesagt. Schauen Sie mal. Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich wahrnehme und den ich auch teile. Das kann so nicht weitergehen und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch 2 Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode, bis Ende 2021. Das geht einfach nicht. Dafür sind die Probleme des Landes zu groß. Dafür sind aber auch die internationalen Herausforderungen viel zu groß. Das kann sich Deutschland, das kann sich aber auch Europa nicht leisten. Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht. Und daran muss sich etwas ändern. Das ist hart. Wenn man das so hört, nur zur Erinnerung, der ist immer noch in der CDU, oder? Absolut. Das, ja. Aber er ist ja nicht wirklich in der Politik. Er macht das Ganze von der Seitenlinie sozusagen. 2002 hat er auch keine Ambitionen mehr, ne, der Herr Merz. Er fliegt im Privatjet über Deutschland und für Black Forest, oder wie heißen Sie? Black Rock, genau. Und also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einigermaßen erschüttert darüber, dass es diese Auseinandersetzung so öffentlich gibt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so jemand wie der Herr Moring und der Ramelow sich ja schon, also die werden sich ja schon eine Weile kennen, die könnten sich auch einfach mal treffen, ohne dass irgendjemand was sagt. Und die CDU-Vorsitzende muss sich natürlich schon den Vorwurf gefallen lassen, dass gerade sie, die ausgeschlossen hat, dass sie dem Kabinett Merkel beitritt, dann so eine starke Ausschließeritis jetzt noch betreibt. Sie meinen, sie hat Erfahrung mit Wortbruch oder was meinen Sie damit? Nein, aber ich finde es schwierig, wenn immer wieder das so deutlich gemacht wird, wo ja auf der anderen Seite klar ist, es muss ja in Thüringen zu einer Regierungsbildung kommen. Also was bleibt denn der CDU letzten Endes anderes übrig? Ja. Es wird natürlich eine Minderheitsregierung, wäre noch eine Möglichkeit. Aber selbst dann müsste es ja, wenn es um Sachthemen geht, muss die CDU ja mit einsteigen. Es wird ja nicht helfen. Also die SPD könnte ja zum Beispiel sagen, wir sind im Bund 2018 dann gesprungen, nachdem es hieß, es kommt keine andere Regierung zustande und die SPD gesagt hat, sie geht in die Opposition. Dann könnte die SPD ja sagen, also wir haben es im Bund gemacht, dann müsst ihr es jetzt mal im Land machen. Würde mich nicht verwundern, wenn man diesen Anspruch erheben würde.
Um auf Herrn Merz zurückzukommen, das ist, ich bin überrascht über die Wirkung, die es in die Partei doch wirklich hat. Sind Sie wirklich? Also, ja, ich bin also wenn man die Wortwahl sich mal... Ich bin überrascht, dass jemand, der außer Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrates kein Amt hat, selber nicht mitspielen muss, selber keinen Druck aushalten muss, selber keine Fehler in Entscheidungen machen kann, weil er nicht in dem ganzen Geschehen ist, dass jemand sich hinstellen kann und dass doch in Teilen der CDU ja beklatscht wird und er ja große Unterstützung bekommt. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also, er legt da einen Großbrand, das ist das, was er macht. Ne? Also, das, ist ja nicht, das ist ja keine Lunte mehr, das ist ja schon ein bisschen mehr. Ja, ich glaube nicht, dass er wirklich jetzt was umwälzen wird. Was interessant daran ist, wer nichts sagt und wer schweigt und wer die anderen erst mal ein bisschen reden lässt. Und wer schiebt denn den Herrn Merz nach vorne? Ich glaube, er schiebt sich selber nach vorne, aber wer das dankend annimmt, sind Herr Laschet und Herr Spahn. Und welche Rolle spielt denn noch Wolfgang Schäuble im Hintergrund? Wolfgang Schäuble ist, glaube ich, ein tief enttäuschter Mensch. Und wir haben mittlerweile in der CDU, sagen wir mal, mindestens drei Leute, die offene Rechnungen haben, die von Herrn Merz mit Frau Merkel datiert von 2002, als sie ihn vom Fraktionsvorsitz vertrieben hat. Bei Herrn Schäuble ist es eben der Herrn Merz letztes Jahr bei Herrn Schäuble gibt es noch ganz viel, was er mit Frau Merkel zu bereden hätte. Aber es war ja seine Idee, dass Herr Merz sich um den Parteivorsitz bewirbt. Roland Koch kommt jetzt auch wieder um die Ecke. Roland Koch ist 2010 von der Bühne abgetreten, weil er gegen Merkel nicht reüssieren konnte. Und jetzt kommt diese Garde wieder vor. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich in der CDU überzeugt, aber sie facht natürlich etwas an und treibt die CDU in eine Position, die die SPD sehr gut kennt, nämlich sich zu zerpflücken, Personaldebatten zu führen und die eigentliche Sacharbeit hinten anzustellen. Und das wird einen schlechten Ausgang nehmen. Ich bin ja nicht ganz so überrascht wie die Kollegin, dass er noch ein solches Gehör findet. Er ist immerhin der fast Vorsitzende geworden, 48% vor fast einem Jahr auf dem Parteitag. Und natürlich gibt es immer noch große Teile der Partei, die diese Niederlage nicht verkraftet hat und für die er, für viele völlig unverständlich, aber so ist die Binnenlogik in der CDU, noch immer eine Sehnsuchtsfigur geblieben ist. Ja, gibt ja viele Umfragen, die ihn als aussichtsreichen auch Kanzlerkandidaten sehen würden. Ne? Nach wie vor. Und das, worauf er hinweist, ist, glaube ich, in Teilen berechtigt. Ganz egal, was man ansonsten von seinen Nebentätigkeiten oder seinen wirtschaftsliberalen Positionen hält. Aber die Rolle Angela Merkels ist in all dem, wir reden über Herrn Moring, über Thüringen, über Frau Kamp-Karrenbauer, über die Linke. Die Rolle Angela Merkels bleibt, wie sie selber, zurzeit ziemlich unbeleuchtet. Ich glaube, es hat sich tatsächlich gezeigt, dass durch ihren Schritt von vor einem Jahr sich als Parteivorsitzende zurückzuziehen, da mal ihre gute heute Bekannte ranzulassen, heute vor einem Jahr, und selber als Bundeskanzlerin die Legislatur weiterzumachen, dass sie da ihrer Partei und ihrer Nachfolgerin als Parteivorsitzende keinen Gefallen getan hat. Das zeigt sich immer wieder. Sie regiert oder regiert auch nicht. Also wo da die Richtlinienkompetenz bzw. die Führungsstärke in dieser desolaten Bundesregierung ist, die Frage kann man tatsächlich stellen. Vor allem macht sie es, Annegret Kramp-Karrenbauer, unendlich schwer, Profil mit dieser Partei, die nach diesem Machtkampf, eben nach dem Machtvakuum, da was Merkel hinterlassen hat, nicht mit sich im Reinen. Vor allem, was auffällt, sie hält sich wirklich so zurück. Sie schwebt so wie der Geist über dem Wasser. Ist sie der Nebel, den Friedrich Merz meint? Ja, absolut. Also ihre Art zu regieren, hat er so bezeichnet. Und die Kritik, sich aus allem rauszuhalten, keine Konflikte mal einzugehen, möglichst keine Positionen zu beziehen. Das ist so wohltuend, dass nach all dieser Alpha-Männer-Riege Kohl und Schröder war, ist es mittlerweile doch tatsächlich zum Problem. Sie nutzt ihre Freiräume auch überhaupt nicht. Also bei der Klimadebatte zum Beispiel hätte sie ja gerade als jemand, der ja gar nichts mehr
karrieremäßig machen will. Hätte ganz anderen Druck machen können. Stattdessen erklärt sie uns, dass Politik eben die Kunst des Möglichen ist. Und das war's. Also bin ich, da muss ich sagen, da war ich extrem enttäuscht, weil ich gedacht hätte, sie macht wirklich Druck dahinter. Weil das ist ein Thema, worüber sie oft gesprochen hat. Und mit sehr angeblich war ihr wenigstens das mein Anliegen. Ja, aber das konnte man beim Klimapaket auch nicht wirklich erkennen. So richtig. Also bevor wir gleich mit Herrn Tiefensee über den Zustand auch speziell der SPD sprechen, Herr Tiefensee, schon Sie noch ein bisschen. Ja, Sie merken das schon. Frau Dunz, ist das die Rache sozusagen der wütenden alten Männer, die da jetzt noch mal um die Ecke kommen? Rache wird kalt serviert. Wir warten schön ein paar Jahre ab und dann... 17 Jahre immerhin. 17 Jahre, ja. Sie haben eine ganze Weile Zeit gelassen. Naja, das ist etwas, was tief sitzt und Sie würden es gerne einmal aufräumen. Sie würden gerne einmal gewinnen. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, die Misserfolge von Herrn Merz, Herrn Koch, Herrn Schäuble, was Frau Merkel betrifft, also sich nicht über sie, also nicht über sie gesiegt zu haben, treibt die derart an, dass sie es jetzt nochmal versuchen. Und deswegen, es ist, was die Kritik von Herrn Merz bleibt schön haften, grottenschlecht, das kann man sich merken, das fällt einem gleich ein. Grottenschlecht ist so ein Adjektiv. Aber ich sehe ich höre, und deswegen bin ich immer noch überrascht, weil ich ja von der CDU erwarte, dass wenn sie nach vorne guckt, so etwas wie eine Strategie hören will, so etwas wie ein Ziel. Wo geht das hin? Und in dieser Kritik, die geäußert wird, sehe ich von den Wirtschaftsleuten Koch und Merz keine Konzepte, nichts, was sie hinlegen. Das ist das eine, aber das andere, was ja wirklich auffällt, ist diese Brutalität, mit der diese Parteivorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, wie die vor sich hergetrieben wird. Das ist doch Politik zum Abgewöhnen, wenn man das auch so von außen sieht. Mediales Dauerfeuer, parteiinternes Dauerfeuer. Wie hält man sowas aus? Sie haben sehr lesenswertes Buch über Sie geschrieben. Kennen Sie also auch ein bisschen besser. Wie tauschen Sie sich denn mit ihr darüber aus? Ich glaube nicht, dass Politiker das gut aushalten. Das können Sie ja vielleicht aus eigener Anschauung sehen. Sie hat selbst neulich gesagt, wenn irgendeiner was vorzubringen hat, soll das bitte machen auf dem Parteitag. Ja, das ist übrigens ein großes Zündeln gewesen. Also sie hat ja gesagt, also wer das gerne ändern möchte oder wer das klären möchte, wer diese offene Personalfrage, Führungsfrage, wie es formuliert wurde, klären möchte, soll das jetzt beim Parteitag machen. Das ist die ultimative Aufforderung zur Auseinandersetzung. Genau, es steht keine Wahl an. Und Frau Nahles hatte es so gemacht, als der Druck auf Sie als SPD-Fraktion und Parteichefin so stark wurde, hat sie gesagt, dann ziehen wir die Fraktionsvorstandswahl vor. Und der Druck ist so stark geworden, dass sie zwei Tage vorher zurückgetreten ist. Frau Kramp-Karrenbauer nimmt den Federhandschuh auf, der ihr hingeworfen wurde von den Kollegen Merz und dem Wirtschaftsflügel und so weiter und sagt, wenn Sie es klären wollen, dann machen Sie es jetzt beim Parteitag. Und es würde mich nicht wundern, wenn zu dem Antrag der Jungen Union, die darüber abstimmen lassen will, dass die Mitglieder über die Kanzlerkandidatur entscheiden, das ist eine Kampfansage gegen Frau Kramp-Karrenbauer, die als Parteivorsitzende eigentlich das Zugriff Recht hat. Und wenn man dann noch von der Parteivorsitzenden zu hören bekommt, dann klärt es doch auf dem Parteitag, stellt einen Antrag. Dann bin ich mir nicht, oder dann könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich noch passiert. Aber noch mal zum Aushalten. Da liegen die Nerven blank, wenn jemand natürlich liegen die Nerven blank. Und es ist ja auch schwer auszuhalten, wenn man überlegt, was jetzt in den vergangenen Monaten gewesen ist. Aber ich glaube, wir alle müssen uns fragen, was wir Politikern, was wir der Gesellschaft antun. Wir erwarten sofort eine Entscheidung, sofort ein klares Statement. Keine Fehler. Wir möchten eigentlich, sage ich mal, damit es funktioniert, Roboter oder Maschinen haben. Wir sind ganz hart mit Fehlern. Es darf sich keiner versprechen. Es wird gleich das Ganze seziert. Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass man ein bisschen mehr Zeit lässt. Jeder von uns, glaube ich, möchte eine gewisse Ruhe haben, einen Gedanken zu fassen und ihn gut rüberzubringen und eine Entscheidung zu fassen. Und ich glaube, die Beschleunigung durch die sozialen Medien, durch das, was Politiker leisten müssen, wird uns in keine gute Stimmung, in keine gute Bahn führen. Aber ist das der tiefere Grund von uns, was Sie jetzt gerade ansprechen, dass das passiert ist, was da in Thüringen passiert ist? Also das war doch, das, was jetzt in Thüringen passiert ist, war doch eigentlich ein fast nicht vorstellbares Szenario, dass plötzlich die zwei wirklich großen Volksparteien, dass da in der Mitte, Mike Moring hat immer gesprochen, hier auch in der Sendung, will ein starkes bürgerliches Bündnis irgendwann auf die Beine stellen. Und wenn man mit ihm auch so unter vier Augen gesprochen hat, hatte man immer das Gefühl, es war für ihn ausgeschlossen, dass das nicht so kommen würde. Jetzt hast du genau diese Situation. Geht Leuten diese Demokratie zu langsam? Sind das zu viele Kompromisse? Nervt die das? Also jetzt mal ganz platt gefragt. Und umgekehrt, was erreicht man dann als Wähler, wenn man sagt, okay, dann wählen wir halt mal wirklich die Ränder?
dann zwingst du doch Politik dazu, noch viel mehr Kompromisse zu machen und am Ende noch enttäuschter zu sein, als du es vorher möglicherweise schon warst. Ja, aber das Entsetzen ist ja meiner Ansicht nach vor allem über die Verfestigung der AfD, die ein Viertel der Wähler bekommen hat. Und alles konzentriert sich darauf, die möglichst klein zu halten. Und sie sind stark im Osten und es verfestigt sich. Und insofern ist das Stärken der Ränder kann man ja gar nicht mehr sagen. Es ist ja auch nicht mal mehr eine Protestwahl. Genau. Es ist jetzt so. Bei einmal fast 25% und einmal mehr als 30% kann es ja nicht mehr Protestwahl sein. Aber die Linke ist im Osten kein Rand. Also die Linke ist mal als Volkspartei gestartet im Osten. Und das, auch als Protestpartei. Ich glaube, bei den Ostdeutschen war sie keine... man lebte ja mit der Linken und mit den Vorläuferparteien. Aber die AfD ist neu entstanden. Mhm. Und dass die Volksparteien, die bei der SPD, weiß ich nicht, ob man es lange noch Volksparteien nennen kann, bei 8%, ist das derart dramatisch. Sie entwickeln ja keine Konzepte dagegen. Mhm. Und ich glaube, sie haben auch nicht das Personal dagegen. Sie haben die Führungspersönlichkeiten nicht, die Wähler an sich binden. Herr Tiefensee, das führt direkt zu Ihnen. Ich glaube, sprechen Sie von Herrn Tiefensee. Überzeugt er Sie nicht als Kandidat, oder? Es trifft natürlich auch Herrn Tiefensee, natürlich. Und als Sie sich am Sonntagabend, Sie haben vorhin darauf angesprochen, hingestellt haben, gesagt haben, die SPD ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, da habe ich gedacht, wenn Sie wirklich jetzt Verantwortung nehmen, können Sie eigentlich gar nicht wieder in die Regierung eintreten, weil sie so degradiert wurden von den Wählern, dass ich gar nicht weiß, ob die Wähler noch wollen, dass die SPD da Verantwortung übernimmt. Und deswegen war ich von ihrem Auftritt auch, habe ich gedacht, das ist wirklich sehr selbstbewusst. Eigentlich müsste man da stehen auf der Bühne und weinen, was mit der SPD passiert ist. Herr Tiefensee. Ich habe innerlich geweint und bin heute nach wie vor auch noch erschüttert über unser Ergebnis. Mhm. Das ist eine ganz, ganz bittere Geschichte. Wenn du in einer Koalition Rot-Rot-Grün 5 Jahre hart arbeitest, die Daten überwiegend gut sind, wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitslosigkeit, Industrieunternehmen angesiedelt, Kindergartenjahre frei. Wenn die Bevölkerung auf Umfragen hin sagt, wir wollen, dass diese Regierung weitermacht, wir finden das gut, mehrheitlich. Man ist zufrieden. Und du empfindest dich als einen ganz wichtigen Teil dieser Regierung. Mhm. Und dann fährst du am Ende 8% ein. Da ist das sehr, sehr bitter. Das ist das eine. Und das muss man auch ganz unumwunden und auch sehr emotional sagen dürfen. Haben Sie, Herr Tiefensee, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, an dem Abend darüber nachgedacht, die Brocken hinzuwerfen, zurückzutreten? Und das ist jetzt genau der nächste Gedanke. Wir wissen, dass das gute Ergebnis von Bodo Ramelow etwas zu tun hat, und das hat er Gott sei Dank auch immer wieder am Abend mantraartig gesagt, das hat etwas damit zu tun, dass seine beiden Partner, wir zu dritt, eine gute Politik gemacht haben. Und wir wissen mittlerweile anhand der Wählerwanderung, dass viele Stimmen auch von der SPD hin zu den Linken gegangen sind. Also wir können sehr stolz und selbstbewusst sagen, das Ergebnis über 30% der Linken und auch das Ergebnis von Bodo Ramelow hat etwas damit zu tun, dass alle drei gut gearbeitet haben. Und es ist so, dass die Mehrheit nach wie vor sich auch Rot-Rot-Grün wünscht. Aber Herr Tiefensee, Entschuldigung, darf ich ganz kurz dazwischen? Sie sind SPD-Chef und sagen hier gerade, man muss stolz sein auf die Linkspartei. Man muss stolz sein auf das Dreierbündnis. Aber Sie... Wir sind stolz darauf, dass dieses Dreierbündnis insgesamt ein gutes Ergebnis hat, wenn auch 4 Sitze fehlen. Wir sind deutlich, worden. Nein, wir sind Was deutlich sind Sie, weniger sind abgewählt worden. Nein, sehe ich nicht so. Ich sehe nicht so, dass Aber es ist ja nichts, was man so sehen oder so nicht sehen kann. Doch, das Signal ist Mathematik, Herr Lesch, Astrophysiker. Also, ja. Sie können keine Mehrheit. Sie sind abgewählt. Wenn Sie meinen, dass Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hat, gebe ich Ihnen völlig recht. Also ja, das erinnert an Autosuggestion, was Sie jetzt hier machen. Nein. Nee, mal jetzt ganz ernst. Wenn Rot-Rot-Grün mit 4 Sitzen die Mehrheit verfehlt, aber dennoch stark ist, dann heißt das nicht, abgewählt hieße, wir haben keinen Regierungsauftrag. Momentan gibt es keine Konstellation,
Und die einzige Frau Dunst atmet schwer durch. Die einzige Konstellation, die momentan noch sichtbar ist, nach dem, was wir jetzt gerade auch über die CDU und die FDP diskutiert haben, FDP noch nicht, ist, dass wir überlegen müssen, gibt es eine Art Minderheitsregierung oder dergleichen. Dass wir ein schlechtes Ergebnis eingefahren haben, nochmal, das will ich überhaupt nicht negieren. Und Sie sind abgewählt worden. Wir, Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit. Abgewählt worden. Abgewählt. Genau. Okay, ja. So, geht also doch. Hat keine, geht doch. Hat keine Mehrheit. Ja. Mich interessieren wie sehen denn die Profis hier in der Runde das? Naja, ich muss sagen, klar, mathematisch abgewählt, faktisch abgewählt. Aber in diesen bitteren Stunden noch Kritik an SPD-Vertretern zu hören, an der SPD zu üben, da hat man ja irgendwie innerlich fast schon ein schlechtes Gewissen. Da weiß man nicht, stört man schon die Totenruhe. Aber also ich nehme die SPD immer noch so ernst, dass ich sie immer noch hart kritisiere, wenn es drauf ankommt. Ja, ja, nein, ich tue das de facto. Das ist die höchste Form von Anerkennung eigentlich. Zwei Punkte. Ja, wenn man jemanden nicht mehr kritisieren kann. Zwei Punkte. Wir haben in Brandenburg gesehen, dass die Partei, die den Ministerpräsidenten stellte, profitiert hat. Die Linkspartei war dort am Ende sehr schwach, hat wahrscheinlich die SPD von der Linkspartei profitiert. Und am Ende hat Rot-Rot-Grün in Thüringen zwar die Mehrheit verspielt, aber es ist zumindest eine Dreierkoalition, die immer noch beisammen ist und sagt, wir würden gerne weiter regieren und am nächsten zumindest an diese 50% kommt. Und da sich alle anderen quasi jegliche anderen Konstellationen zum Teil auch mit gut nachvollziehbaren Gründen ausschließen, wäre meine Prognose auch, dass es tatsächlich eine Dreier-Minderheitsregierung geben wird, weil der Ministerpräsident braucht in Thüringen gar nicht eine Mehrheit, zumindest nicht im dritten Wahlgang. Das heißt, die Wahl des Ministerpräsidenten ist schon mal nicht die hohe Hürde, anders als im Bundestag das wäre oder in anderen Bundesländern. Ja, und wenn sich keine Alternative hinstellt und sagt, wir haben jetzt Gräben überwunden und bilden eine noch größere und noch stabilere Regierung, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Frau Dunz. Ja, die Frage ist, ob die SPD dann bei der nächsten Wahl unter 5% kommt. Sie haben am Wahlabend davon gesprochen, dass Sie eine stabilisierende Kraft in Thüringen sind. Stabilisiert wurde die Linke. Und es ist richtig, dass bei den drei Wahlen in Ostdeutschland sich viele Wähler darauf konzentriert haben, dass die AfD nicht noch stärker wird. Und dann ist man, das hat man in Sachsen und in Brandenburg gesehen, beim Ministerpräsidenten geblieben. In Sachsen die CDU, in Brandenburg die SPD, in Thüringen die Linke. Es hat sich also alles darauf konzentriert, dass es bei den Verhältnissen bleibt möglichst. Und die AfD, es ging um Köpfe ganz offensichtlich. Ne? Genau, und das ist ganz, ganz entscheidend. Wir haben die Beispiele Winfried Kretschmann, Grüne in Baden-Württemberg, Stammland der CDU gewonnen. Ein Mann, der die Autoindustrie stärkt, was man von einem Grünen nicht erwartet hätte. Wir haben Daniel Günther in Schleswig-Holstein, CDU-Ministerpräsident, der ein SPD-regiertes Land gewinnen konnte, der sich sehr für die Windkraft einsetzt. Wir haben Bodo Ramelow in Thüringen, der entgegen anderer in seiner Partei nicht für Enteignung von Wohnungen ist. Das heißt also, wir haben Leute, die unabhängig von ihrer Partei Politik machen. Und damit können sie ihre Arme ganz breit, also ganz weit ausbreiten und die Leute mitnehmen. Und auf diese Persönlichkeiten, sage ich mal, kommt es an, weil man sich daran vielleicht eher orientieren kann, als an einer Partei, mit der man nicht 100% mitgehen kann. Und für die SPD ist jetzt die Schwierigkeit aus der desaströsen Erfahrung im Bund. Sie hat sich 2017 entschieden, sie geht in die Opposition. Dann hat die FDP gekniffen und die SPD hat aus staatspolitischer Verantwortung gesagt, wir machen das. Wir machen die große Koalition. Und jetzt sind sie bei Umfragewerten von 12-15% im Bund. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, ob es Ihnen am Ende in 5 Jahren oder in den nächsten Jahren ein Vorteil sein wird, stabilisierende Kraft für eine Regierung zu sein, in der die SPD vielleicht völlig unter die Räder kommt. Herr Tiefensee, also wir wollen jetzt um Himmels Willen nicht die ganzen Probleme der SPD an Ihnen abladen. Sie sind dort sehr erfolgreich als Wirtschaftsminister. Die wirtschaftlichen Kenndaten Thüringens sind
eigentlich auf den ersten Blick ziemlich gut. Es gibt, glaube ich, schon ein paar Themen, die aber Thüringen spezifisch sind. Also Überalterung ist zum Beispiel so ein Problem, wenn man sich so eine alte Industriestadt auch wie Suhl anguckt. Ist die mit der ältesten Bevölkerung. Sie genau. Raus. Habe ich dieser Tage gelesen, 40% ihrer Bevölkerung seit Anfang der 90er Jahre verloren hat. Ja. Thüringen hat insgesamt auch eine Menge Einwohner weniger. Ne, als aber wir haben jetzt Gott sei Dank fast eine halbe Million weniger ein positives als, Wanderungssaldo. Mhm. Wir können die Sterberate nicht auffangen, aber wir haben zum Glück jetzt wieder eine Umkehr. Mhm. Und von den 10 ältesten Landkreisen und Städten sind 5 in Thüringen. Alte Leute, weiß man auch, oder ältere Menschen sind viele weggezogen. Viele weggezogen, sind anfällig auch für Ängste und so weiter. Wir haben die nach Westdeutschland geschickt, dass sie dort Aufbauarbeit machen, genau. Ja, okay. Wie geht denn Ihre Analyse? Was ist denn der Grund, warum trotz unbestreitbarer auch wirtschaftlicher Erfolge, Sie haben unter anderem größte Batteriezellenfertigung Europas, jetzt auch nach Thüringen geholt und so weiter, gibt es auch wieder tausende neuer Jobs. Warum verfängt das nicht? Also warum verfängt das bei Ihnen nicht? Und warum verfängt einer wie Björn Höcke und wird dann gewählt mit mehr als 23%? Wo ist da der Kern des Problems? Ja, Sie haben das bereits angedeutet. Wenn wir die Wahlergebnisse sehen, dann haben wir 3 Parteien, die oberhalb von 20% miteinander gefochten haben. Dann haben wir eine große Lücke zwischen 10 und 20 und dann kommen die anderen 3. Mhm. Ähnlich wie in Sachsen, ähnlich wie in Brandenburg, ist es ein polarisierender Wahlkampf gewesen. Das heißt, Menschen mussten sich an der Wahlurne oder zuvor entscheiden, wem gebe ich die Stimme. Und es wird nicht wenige gegeben haben, die taktisch, die strategisch gewählt haben. Wir wollen, dass Dietmar Woidke vor der AfD einkommt. Wir wollen, dass Kretschmer in Sachsen weiterarbeiten kann. Und also geben wir die Stimme denen. Und dieser polarisierende Wahlkampf hat einmal natürlich die Stimmen zu diesen Parteien gezogen und zum anderen die anderen marginalisiert. Es ist ganz schwer für Grüne, SPD und FDP gewesen, überhaupt vorzukommen in diesem Wahlkampf. Wir haben Themen gesetzt ohne Ende, aber gut. Ich habe das kurz auch, aber die Frage war eine andere. Die Frage war, warum räumt einer wie Höcke 23,5% ab? Nein, Sie haben auch gefragt, warum das Ergebnis so ist. Jetzt halten wir zunächst mal fest, das hat der SPD geschadet und hat sie noch mal richtig kräftig unter die 10% gedrückt. Dann werden wir vielleicht noch diskutieren, dass der Rückenwind vom Bund und die Personalfrage, die wir da zu klären haben, nicht nur bei der CDU, sondern eben auch in der SPD, nicht besonders hilfreich war und alles das überdeckt, was in der Regierung ganz gut gemacht wird. Und jetzt ist Ihre Frage, warum wählt fast jeder Vierte Björn Höcke bzw. die AfD, wir halten zunächst mal fest, dass 75% ihn nicht wählen bei einer sehr gestiegenen Wahlbeteiligung. Aber das ist kein Trost. Ja, das ist immer so ein Satz, der dann so gesagt wird. Ich kann damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Die Zahl wird auch immer größer. Vor ein paar Jahren hieß es, Gott sei Dank, 90%. Also, der schlimme Befund ist ja, dass es nicht etwa die Mehrheit aus Protestwählern ist, die wählt, sondern dass die Anzahl derjenigen, die tatsächlich dem Programm folgen oder vielleicht sogar Björn Höcke folgen, die also ausgrenzen, die nationalistisch denken, die herabwürdigen, die eine ganz bestimmte Haltung zu Flüchtlingen und meint oftmals zu Ausländern haben, dass diese Anzahl gestiegen ist. Und da will ich einmal festhalten, dass es wichtig ist, dass die anderen Parteien, also auch die SPD mit ihrer langen demokratischen Kultur, da ganz scharf dagegen vorgeht und ganz klar. Aber das hilft noch nichts. Aber was heißt denn klar, Herr Tiefensee? Das sagen Sie doch seit Jahren. Wir müssen hart, wir müssen das Bollwerk sein. Ich kenne diese Sprüche aus allen SPD-Wahlkämpfen in den letzten 7 Jahren. Und das tun wir. Ja, das ist aber nur behauptet und es hat keinen Effekt am Ende. Ich glaube, wenn man wirklich die Frage, warum eine AfD sogar trotz Höcke so erfolgreich sein kann, dann gibt es 2 Schuldige, auf die man gucken kann. Das eine ist tatsächlich die Politik und das andere sind aber in Teilen auch gewisse Gruppen von Bürgern. Die hauptpolitische Verantwortung liegt natürlich bei den in Berlin regierenden Parteien. Offenbar haben sie mit ihrer Politik immer noch zu viel
Unzufriedenheit in der Bevölkerung hinterlassen. Und dann haben sie sich aber durch dieses Konstrukt große Koalition so angenähert, sind so profillos geworden, so identisch, dass natürlich Platz rechts wie links entstanden ist. Und das ist ein hausgemachtes Problem. Diese dritte große Koalition ist wirklich für die Union wie auch für die SPD verheerend. Sie werden immer kleiner, andere können dadurch wachsen. Jetzt ist aber auch das andere, muss man auch in Ostdeutschland, auch wenn der ein oder andere wirtschaftliche Probleme hat, sehr negative Nachwendeerfahrungen gemacht hat, kann ich alles verstehen, ist nichts, was man selber erleben möchte. Das kann eine gewisse Wut hervorrufen. Dennoch finde ich, all diese negativen Erfahrungen rechtfertigen nicht die Wahl einer fremdenfeindlichen Partei. Und das gerade mal 7 Jahrzehnte nach dem Ende einer furchtbaren Erfahrung. Weil Sie gerade sagten, da müssen wir klare Kante zeigen und so weiter. Das sind dann immer sozusagen die Textbausteine, nach denen man dann greift. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, aber mir ist bis heute und auch nach 23 Regionalkonferenzen auf der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden, so ein großartiges Casting, das Sie da gerade gemacht haben, mir ist immer noch nicht klar, immer noch nicht, was eigentlich die Position der SPD beispielsweise in der Migrationsfrage ist. Bis heute nicht. Ihnen, kennen Sie die? Selbstverständlich. Welche ist es denn? Darf ich ganz kurz noch mal etwas zu dem Punkt sagen, das sind Textbausteine. Man kann das auch, gestatten Sie, denunzieren, indem man sagt, das ist ja nur so dahingesagt. Ich könnte Ihnen jetzt berichten, was wir mit Rechtsrockkonzerten erlebt haben, die angeblich Konzerte sind und im Prinzip Demonstrationen sind. Da wird Geld dafür genommen. Thema, danke. Wir haben das mit unserem Innenminister zusammen, mit dem Landkreis und vielen anderen verhindert. Ich selbst bin bei Gegendemonstrationen, Herr Lanz. Das ist was anderes, als hier im Sessel zu sitzen und zu sagen, ihr macht nichts, hinzugehen und dort zu stehen und Gesicht zu zeigen. Ich habe mich auf Podien auseinandergesetzt mit der AfD, weil ich der Auffassung bin, es ist gut, dass wir die vor dem Publikum, coram publico, stellen und sie nicht verstecken. Und Höcke weicht sämtlichen Interviews und Diskussionen aus und taucht dann irgendwann mal wie Phönix aus der Asche oder wie Kai aus der Kiste auf, wenn es ihm mal gerade gefällt. Also der eine Teil, das lasse ich so nicht stehen, Herr Lanz, dass das Politikersprech ist. Und das Zweite, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gesagt haben, es ist nicht nur Aufgabe der Politik. Die weise ich überhaupt nicht zurück, die Aufgabe. Aber wir richten uns jetzt hier an ein Publikum. Und was ich am Stammtisch, was sich am Frühstückstisch, was sich in der Familie, im Freundeskreis abspielt in Diskussionen und wie wenige Leute aufstehen. Ich könnte Ihnen, wenn wir Zeit hätten, von einem Gespräch berichten im Willy-Brandt-Café gegenüber dem Erfurter Hauptbahnhof. Willy Brandt hat dort oben am Fenster gestanden, wo sich drei Leute neben mir laut und vernehmlich äußern und sagen, diese Negermami, hast du die gesehen mit diesem verhungernden Kind, fett? Oder warum lasst ihr denn die Flüchtlinge nicht absaufen? Und ich bin hingegangen und habe mit denen diskutiert, habe hinterher eine Mail gekriegt, einen Tag später. Herr Tiefensee, dass Sie sich da hingesetzt haben, sich mit denen auseinandergesetzt haben. So klein und so groß ist das. Und mein Appell ist eigentlich, dass jeder alles nur Mögliche tut, um dagegen vorzugehen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die Sie gestellt haben und die ich ganz klar beantworten will. In einer Zeit der Schlagwortpolitik oder der Twitterpolitik, wo der eine sagt, alle rein, alle Flüchtlinge, und der andere sagt, alle raus, über den haben wir gerade geredet, ist die SPD eine Partei, die drei Sätze braucht, um das zu erklären. Die sagt, wir brauchen auf der einen Seite Mitgefühl mit den Menschen, die aus schier unvorstellbaren Zuständen zu uns kommen. Ich komme aus einer Generation, die das nicht leibhaftig erlebt hat. Und auf der anderen Seite einen Rechtsstaat, der die Regeln durchsetzt. Und diese Regeln sind ständig angepasst, sind verändert worden in der Situation. Beides. Und in einer Zeit, wo das nicht differenziert gehört wird, da wird gesagt, und Sie suggerieren das ja auch, die SPD hat keine Position. Nein, stopp. Da tun Sie mir jetzt gerade Unrecht. Ich zitiere ehrlich gesagt gerade jemanden, den Sie bestens kennen, nämlich Boris Pistorius, der selber sich zu Wort gemeldet hat, genau nach diesen Regionalkonferenzen, und der auch einer der Kandidaten war, Herr Feldenkirchen nickt gerade, und der dann sagte, es ist doch nicht unser Ernst, dass wir uns 23 Mal zusammengesessen haben, vor 700, 800, 2000 und so weiter Menschen, jeden Abend gesprochen haben. Und bis heute umkreisen wir
großräumig genau dieses eine sensible Thema. Mhm. Ich zitiere Boris Pistorius, sinngemäß. Mhm. Das ist jemand aus Ihrer Partei, der das öffentlich beklagt. Mhm. Und so wie ihm geht es offensichtlich vielen. Das ist genau das Thema, das ich meine, wenn ich sage, es geht um eine gewisse Konsistenz. Es geht nicht darum, ob Sie persönlich diese Konsistenz haben. Das will ich Ihnen überhaupt nicht absprechen. Und ich will auch nicht sagen, dass das Floskeln sind. Ich will nur sagen, diese Texte, die hören wir natürlich immer wieder. Aber wenn die eigenen Leute, das eigene Führungspersonal aus der eigenen Partei, der niedersächsische Innenminister, der nicht irgendjemand ist, das beklagt, dann merke ich doch, dass es da ein Problem gibt innerhalb der Partei. Es mag sein, dass dieser oder jener da schlingert oder dieser oder jener keine Meinung hat dazu. Aber nehmen Sie mir zumindest mal ab, das ist meine Meinung und die teile ich mit sehr vielen. Und sie ist komplizierter auszudrücken, als wenn man mit diesen Schlagworten agiert. Wir könnten auch das Thema Klimaschutz diskutieren, werden wir heute nicht tun. Auch das ist ein Thema, wo ich etwas mit der Monstranz vor mir hertragen kann. Und es gibt eine Partei, oder zumindest nehme ich es für meine Person in Anspruch, die versucht, differenzierter die Probleme zu sehen, weil es eben nicht schwarz und weiß gibt, sondern weil es oftmals doch komplexe Fragestellungen sind, die man übrigens eben auch nicht in 5 Minuten beantworten kann, so wie Sie es vorhin gesagt haben. Ein Stückchen, was man dir hinhält und du sollst möglichst schnell drüber sprechen. Aber also kurz und gut, das Thema ist eins entscheidend, wenn wir die Brücke noch mal zu den AfD-Ergebnissen schlagen. Die Menschen sagen, wenn sie Protest wählen, Tiefensee, es kann doch nicht sein, dass wir 30 Jahre nach dem Mauerfall noch zu wenig Lohn haben und demzufolge auch am Ende zu wenig Rente. Wir haben zu viel Leiharbeit. Wir haben die verkürzten, die befristeten Arbeitsverträge. Haben Sie alles im Westen auch? Richtig. Haben Sie alles richtig, im Westen auch? Wenn Sie ins Ruhrgebiet fahren, haben Sie genau diese Themen. Von den Bürgerinnen und Bürgern höre, das würden Sie auch hören, wenn Sie dort an die Tür klopfen. Habe ich gehört. Das haben Sie gehört. Und auf der anderen Seite, und das korreliert genau damit, für die Flüchtlinge habt ihr Geld. Es sind viel zu viele Flüchtlinge da. Nie einen Flüchtling gesehen oder wenige. Und trotzdem setzt sich in der Bevölkerung fest, bei denen insbesondere die AfD wählen, dass irgendetwas getan werden muss, um die Verhältnisse zu ordnen, um die Menschen, die ich bei mir nicht gebrauchen kann, nach außen zu schicken. Sie machen sich dazu einfach. Ich nenne Ihnen gerne ein anderes Beispiel, diese Widersprüchlichkeit. Ist eine ganze Weile her, da saß Sigmar Gabriel, der damals noch Vizekanzler war, mit einem Refugees Welcome Button der Bild-Zeitung im Bundestag. So, derselbe Sigmar Gabriel hat die ganzen Wolken dazwischen lassen wir jetzt einfach mal weg. Aber die letzte Äußerung zu dem Thema war, wir müssen es so machen wie in Dänemark. Da sind die Sozialdemokraten erfolgreich gewesen, weil sie in der Migrationspolitik eine komplette 180-Grad-Kehrtwende hingelegt haben, im Grunde die Grenzen dicht gemacht haben, sagt derselbe Sigmar Gabriel. Das ist ehrlich gesagt schwer zu verstehen, das kapiert kein Mensch mehr. Und ich verstehe Sie nicht, wenn Sie sagen, Sie machen sich zu einfach, wenn ich berichte, was ich höre, was diese beiden Gruppen versteht nicht mal, wofür die SPD steht. Wofür wird die SPD dann gebraucht? Die Frage war, welche Ursache hat es, dass die AfD so gewählt wird? Nee. Wir reden jetzt gerade darüber, welches widersprüchliche Bild die SPD abgibt. Und das ist genau mein Punkt. Und das ist auch, glaube ich, ein Teil der Misere. Oder sehen Sie den nicht? Ich sehe, dass wir in der ganzen Reihe von Problemen, Stellungen, von Herausforderungen, die anstehen, keine klare Position haben. Das sehe ich so. Also doch. Ja. Aber hinzu kommt, dass wir in der Regel eine zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Schlagworten ausgerichtete Politik machen müssen und auch propagieren. Und die ist vergleichsweise schwerer zu erklären als eine, die nur auf das Entweder-Oder setzt. Das ist die Schwierigkeit übrigens vermutlich auch jetzt bei der CDU, weshalb die beiden Volksparteien ein Stück nach unten gehen, dass sie eben nicht dieses Schwarz-Weiß-Entweder-Oder propagieren. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass Aussagen unseres ehemaligen Parteivorsitzenden mal so Welcome-Button, mal andererseits Pack, und dass das ein Fehler ist. Das ist keine klare Linie. Aber wer keine klare Linie hat, der kann sie natürlich auch nicht nach außen vermitteln und dann kommt das so an. So. Ich für mich denke, dass ich eine klare Position bei der Migrationsfrage habe und die habe ich auch im Wahlkampf mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, es lag nicht nur an Sigmar Gabriel. Ich habe mir tatsächlich die meisten dieser 23 Konferenzen
angesehen. Um das Thema Flüchtlingsmigrationspolitik, Integrationspolitik ging es eigentlich nie. Wenn nicht Boris Pistorius, der da eine klare Position hat, sich in seinem Bundesland da auch Achtung für erworben hat, den man auch sieht, es ist ihm ein Anliegen. Einerseits strikte Einhaltung der Gesetze bei gleichzeitiger Toleranz und dem Wunsch, dass Integration gelingen mag. Muss man einmal kurz erklären. Herr Boris Pistorius, wissen vielleicht nicht alle, hat, glaube ich, mal zwei Gefährder abgeschoben in ihre Heimatländer, obwohl das Menschen waren, die hier aufgewachsen sind, soweit ich weiß. Und hat gesagt, pass auf, euch wollen wir hier nicht haben. Ihr seid eine potenzielle Gefahr für dieses Land. Gab es große Widerstände innerhalb der eigenen Partei. Gab es auch Juristerei, die sagte, wird schwierig, kann man so nicht machen. Hat er trotzdem durchgesetzt. Und ist gleichzeitig aber einer, der hier auch klar und deutlich sagt, so wie Sie auch, selbstverständlich müssen wir Menschen unter die Arme greifen, die Hilfe brauchen. Aber wir brauchen eben auch das andere, die klare Konsequenz auf der anderen Seite. Man muss auch nicht alles, was Boris Pistorius gemacht hat, bewundern. Jedenfalls war zu beobachten, dass der Einzige, der das überhaupt als relevantes Thema anerkannt hat, der dazu sprechfähig ist, den es erkennbar umtreibt und interessiert, wie viele in der Bevölkerung auch. Und das Schlimme ist, diese Positionslosigkeit, Sprachlosigkeit, die SPD zu relevanten politischen Themen hat. Da kann man die Flüchtlings-Migrations-Integrationspolitik nennen. Schön für Herrn Tiefensee, dass er für sich klar ist, sind sicherlich viele Genossen auch. Aber die Grundhaltung, lass uns lieber gar nicht drüber reden, als dass wir irgendwie in Schlingern kommen, ist für eine Partei sehr schädlich. Zu einer anderen relevanten Frage wie der Klimapolitik kann auch niemand sagen, sind sie nun für die Braunkohle oder sind sie für eine beherzte Umweltpolitik zur Förderung der erneuerbaren Energien. Diese Sprachlosigkeit auf relevanten politischen Feldern, die erklärt die heutige Lage der SPD besser als jedes andere Phänomen. Auf wie vielen dieser Regionalkonferenzen waren Sie dabei? Ich war bei 11 vor Ort und dann, sofern der digitale Zustand Deutschlands es zugelassen hat, habe ich den Rest sogar im Livestream verfolgt. Okay. Ich glaube, ganz verpasst habe ich nur zwei. Okay, aber das war ja etwas, von dem ich erst dachte, das ist ja eine belebende Geschichte eigentlich. Richtig. War es das denn am Ende? Das war auch mein Eindruck. Ich fand die Idee gut. Ich habe auch schon vor Jahren mal geschrieben, auch mit meinen Erfahrungen aus den Vorwahlkämpfen der USA, die ich sehe, gerade durch die Kontroverse, die dort entsteht und die politischen Diskurs sehr belebend empfunden habe. Mhm. Und nach den ersten zwei Konferenzen dachte ich das auch. Wenn man aber jetzt nach 23 die Bilanz zieht, hat es, glaube ich, der SPD nicht das gebracht, was sie sich erhofft hat. Das liegt nicht daran, dass die Kandidaten 23 Mal dasselbe gesagt haben. Vielleicht auch ein bisschen, aber ich könnte wirklich den Text aller Bewerber mehr oder weniger fehlerfrei jetzt aufsagen. wer waren denn die Originellsten? Die originellsten im Auftritt, muss man sagen, Michael Roth und Christina Kampmann, die sich als junges, dynamisches Thema Paar präsentiert haben und sich einfach in der Perfektion des Auftritts, auch in der Fröhlichkeit gegeben haben, wie man Sozialdemokraten herkömmlicherweise nicht kennt. Das war in der Art sehr, sehr anders. Die radikalste Position hatten Karl Lauterbach und Nina Scheer, zum einen mit einer wirklich beherzten Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Ja, Herr Lauterbach hier vorgetragen. Gleichzeitig als einziges Duo, was gesagt hat, wir wollen unbedingt jetzt zur Halbzeit aus der Großen Koalition raus. Und sehr, sehr viel Applaus, muss man sagen, haben immer Ralf Stegner bekommen, weil er sich dort in einer Eigenschaft gezeigt hat, die nicht jeder kannte bisher, nämlich durchaus selbstironisch. Genau. Und also man muss sagen, Gesine Schwan und Ralf Stegner, die waren da schon auch sehr gut gelaunt unterwegs. Und sehr lauten Applaus gab es auch, weil sie die Unterstützung der Jusos hatten, für die jetzt auch ins Finale gekommen sind. Norbert Walter-Borjans, den ehemaligen Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, und seine Partnerin Saskia Esken. Wie gut gelaunt war Olaf Scholz? Der hatte die ganzen 23 Konferenzen einen Gesichtsausdruck und der ging so. Ja, er hat immer freundlich gelächelt. Aber er ist ein Pokerspieler.
Olaf Scholz ist ein Pokerspieler. Ne? Ich würde sagen, das Temperament ist das, was wir das letzte Vierteljahrhundert alle kennengelernt haben. Da hat er sich nicht groß verändert auf den Bühnen. Ich glaube, er wusste, sein großer Vorteil ist, ich bin bekannt. Ich habe von den ganzen Sozialdemokraten, die hier sind, das relevanteste Amt. Und es kommt jetzt nicht drauf an, was ich hier auf der einzelnen Bühne so erzähle. Eine letzte Frage noch zu den Regionalkonferenzen. Ja. Walter Borjans, warum sind die plötzlich da in diesem Stechen? Walter Borjans und seine... wie heißt seine Partnerin? Saskia Esken, Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, die sich vermehrt um Digitalpolitik in den letzten Jahren gekümmert hat. Ja, gute Frage, aber einfache Antwort, weil die beiden Kevin Kühnert auf ihrer Seite hatten. Kühnert hat dieses Team zumindest mit erfunden, beziehungsweise gleich vom ersten Tag, bevor es überhaupt losging, unterstützt. Es gab einen Bundesvorstandsbeschluss der Jusos. Und man konnte in den sozialen Netzwerken, aber auch auf diesen Konferenzen beachten, dass die Jusos solche Beschlüsse ihres Bundesvorstands sehr, sehr ernst nehmen, weil die beiden wurden wirklich hochgejubelt. Also das war eine Unterstützung, die vor Ort kein anderes Team bekommen hatte. War auch die einzige Parteigruppierung, die Jusos, die das gemacht haben, eine Empfehlung zu geben. Die anderen fühlten sich da doch ein bisschen an der Nase rumgeführt, weil sie dachten, hey, wir dachten, wir machen jetzt mal was anderes. Und es was ist ein neutrales, was Verfahren. Also die Jusos haben sich ihr Team auf jeden Fall sehr, sehr schön gejubelt. Andere würden sogar sagen, schön gesoffen. Aber ohne diese Unterstützung wären die beiden, glaube ich, nicht ins Finale gekommen. Das heißt, war ein Fehler von Kevin Kühnert, nicht selber anzutreten? Er hat ja jetzt im ersten Schritt das erreicht, was er wollte. Also er wollte offenkundig selbst nicht antreten, aus welchen Gründen auch immer. Wollte den Prozess zumindest so mitgestalten, dass er da Einfluss drauf hat. Und das ist ihm wieder mal gelungen, muss man sagen. Wie wird das am Ende ausgehen, Ihre Prognose? Keine Ahnung. Ich tendiere leicht zu einem Sieg von Olaf Scholz, weil wenn man sich mal anguckt aus der ersten Runde, ich glaube, dass vor allem die Jüngeren, eben die Jusos, in großer Stärke gewählt haben und dass bei den älteren Genossen, von denen es in Wahrheit wahnsinnig viele gibt, dass da die Wahlbeteiligung nicht so hoch ist. Das heißt, wenn Scholz und Clara Geiwitz es schaffen, stärker zu mobilisieren, dann sind da quasi aus den bisherigen Nichtwählern noch Potenzial für die beiden. Ich glaube, es wird für die SPD schlecht ausgehen, weil das Ergebnis knapp sein wird. Es wird ein unter Umständen beschädigter Finanzminister und Vizekanzler, dann SPD-Chef, der wieder nicht mit dem Wumms die Partei nach vorne bringen kann. Es wird die Auflösungserscheinung dieser großen Koalition voranschreiten. Und ich glaube, dass die SPD nach diesem Verfahren eine neue Parteiführung zu finden, ein halbes Jahr nachdem Frau Nahles zurückgetreten ist, eher Schwächen als Stärken. 21 Wochen ist das jetzt her. Ich danke Ihnen erstmal sehr herzlich. Harald Lesch ist bei uns, der uns ein tolles Buch mitgebracht hat. Was hat das Universum mit mir zu tun? Nachrichten vom Rande der erkennbaren Welt. Und der darin unter anderem erzählt, dass er sich mal bei der NASA beworben hat. Ja, als Neunjähriger. Ich habe halt früher angefangen. Ich bin ja, Sie haben Mondlandung gesehen. Ich habe die Mondlandung gesehen, habe mich dann ganz ordnungsgemäß beworben mit Passfoto und Brief an die NASA. In der Hoffnung, dass schon irgendjemand da Deutsch kann. Und ich habe dann am 23. April 1970 auch tatsächlich einen Brief zurückgekriegt. Und da steht dann drin, Sie würden sich sehr freuen, also in etwas leicht angeschlagenem Deutsch, würden sich sehr freuen, dass ich mich so für die amerikanische Weltraumfahrt interessieren würde. Aber aus dem Passfoto ging ja hervor, dass ich Brillenträger sei. Und zumal ich Deutscher sei, könne ich natürlich nicht US-Astronaut werden. Das Alter war egal, ja. Neun Jahre. Erstmal, die haben schon damit, ja, die haben eben, das ist so eine Art von Jugendförderung. Dann haben sie mir geschrieben, ja, aber wenn ich mich so fürs Weltall interessieren würde, dann soll ich doch Astronom werden. Vielleicht würde ich irgendwas entdecken, was wir noch nicht kennen. Und da das so offizieller Brief war, ich meine, dann, wenn man so einen Brief schon so früh kriegt, das ist natürlich prägend, ja. Ja, super. Aber das heißt, das war die Inspiration, ja? Naja, also. So ging es los, oder was?
Das hatte was mit diesem Zeitgeist von damals zu tun, diese irren Geschichte, dass Menschen einfach mal so beschließen, wir fliegen zu dem nächsten Himmelskörper hin, und zwar innerhalb von 10 Jahren. Es ist auch nicht so, dass da jemand sagt, also wir gucken mal, ob wir da hinkommen, sondern nein, da hält jemand eine Rede und sagt, also wir wollen innerhalb einer Dekade, wollen wir Menschen zum Mond bringen und safely back, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Da gab es natürlich, selbst in den USA, wie ich inzwischen natürlich auch weiß, deutliche Widerstände, aber die haben das einfach durchgerückt. Die haben 250.000, 350.000 Menschen in ein Unternehmen hineingebracht, wo der Chorgeist wirklich nach dem Motto war, wenn der als Lyndon B. Johnson später durch das Zentrum in Cape Canaveral gegangen ist und sich mit Leuten unterhalten hat, die nur dafür zuständig waren, eine Halle zu fegen, die haben gesagt, Mr. President, ich bin hier, um damit beizuhelfen, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Also da war Chorgeist, da war eine hohe Motivation. Das ist Planbeschleunigungsverfahren auf amerikanisch. Ganz, ganz anders. Ja. Und man könnte sich natürlich tatsächlich mal vorstellen, wir würden alle, gerade auch unter dem Eindruck von solchen Wahlergebnissen, einen anderen Chorgeist für unser Land empfinden. Denn da könnte man sich eine Vision haben, dass man nämlich nicht darum geht, mit einem Kreuz an einem Wahltag Protest einzulegen, sondern zu sagen, nee, mein Protest beginnt am Tag nach der Wahl, mitzuhelfen, dass die Politik passiert, die ich haben will. Aber am Tag der Wahl sollte man doch bitte dafür sorgen, dass die Regierungsverhältnisse gut sind. Und ich glaube, gerade solche Unternehmen wie das Apollo-Programm zeigen einem nämlich, wie wichtig es ist, dass Leute, wenn sie sich mal auf was geeinigt haben, das dann auch tatsächlich durchziehen. Man muss ja zu der bemannten Weltraumfahrt muss man nicht unbedingt ein positives Verhältnis, aber die Art und Weise, wie diese Organisation stattgefunden hat und wie diese Motivation da ist, und ich fände es zum Beispiel großartig, wenn die Bundesrepublikaner und Bundesrepublikanerinnen sich definiert würden als das Land, das eine Energiewende innerhalb von 2 Dekaden optimal durchziehen will, und zwar um zu zeigen, dass es geht. Ja? Also einfach nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist und dass wir uns aber zusammentun und damit natürlich auch wirklich sowas wie eine Gemeinsamkeit wieder schaffen. Denn das scheint mir gerade nicht nur in der parteipolitischen, sondern insgesamt Situation durchaus schwierig. Ja, das Tragische ist, finde ich, dass die Leute ja bereit sind. Ich habe auch das Gefühl, die Wirtschaft ist da auch teilweise viel, viel weiter. Die bräuchten einfach nur mal klare Ansagen, dann sind die auch dabei. Ja, also gerade bei so einem Unternehmen, da kann man richtig sehen, was die Voraussetzungen dafür sind, dass wirklich ein Ziel definiert wird und dann eben auch... Also das Ziel von Kennedy, der unter dem Druck auch der Russen, die plötzlich Hunde und Menschen und so weiter ins Weltall brachten. Die Mitarbeiter der NASA, die waren gar nicht erfreut darüber, dass der das gesagt hat, bis zum Ende der Dekade. Ja, wahnsinnig, wir wissen noch nicht mal und so weiter. Und ich habe ja dann auch viel später am Abend meines 50. Geburtstags mit Neil Armstrong zusammen in einer Fernsehsendung gesessen und habe mit ihm über die Zukunft der bemannten Weltraumfahrt gesprochen. Da war eine Frage, die mich wirklich umgetrieben hat, wenn man das anschaut. Die haben ja 1968 Apollo 8 hochgeschickt. Da gibt es ja das berühmte Earthrise. Und dann haben die ja im Monatstakt eine Saturn 5 nach der anderen dahingestellt. Und ich habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, hatten Sie keine Bedenkenträger? Die Leute müssen doch Angst gehabt haben. Tests gab es, also Apollo 8 war der erste Flug einer Saturn 5. Und er wurde gleich zum Mond. Bis dahin hatte man immer nur abgespeckte Varianten der Saturn-Rakete und die schickte man gleich zum Mond. Das hätte natürlich völlig in die Hose gehen können, meine Güte. Aber nein, sie einfach nur dahin, um zu posen. Das war ein Posing-Flug, um zu zeigen, wir können das. Also wir fliegen da 10-mal rum und dann fliegen wir wieder nach Hause. Und dann sagt er, ja, wir hatten tatsächlich Bedenkenträger. Wir brauchen doch noch Testflüge und so weiter. Klar. Und dann hieß es, klar, brauchen wir Testflüge, aber denkt immer dran, end of the decade. Und das hat er da wirklich nochmal gesagt. Ende der Dekade. Wir müssen bis zum Ende der Dekade müssen wir da oben. Das ist dann völlig irrational, crazy eigentlich. Mhm. Aber das war die Stimmung, mit der die da in einem Land, was ja so stark von Technologie, auch dann natürlich vom Vietnamkrieg und so weiter geprägt war, aber die haben das da so durchgedacht. Was hat er Ihnen erzählt über die Angst, die mit Sicherheit auch hatten? Ich weiß ja, dass es gab ja auch Rituale sozusagen, die ablaufen sollen. Es gab auch schon eine Beerdigungsrede, es war alles vorbereitet. Die gingen in Wahrheit eigentlich davon aus, dass die nicht zurückkommen. Naja, sagen wir mal so, die haben auf jeden Fall mit allem gerechnet, weil sie auch nicht genau wussten, was sie wirklich erwartet. Das ging ja so weit, dass man dachte, wenn der Armstrong da seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzt, dann versinkt er im Staub. Genau. Lauter so Geschichten. Und Armstrong ist jemand, der, ich glaube, in dem Film The First Man ist der perfekt von Ryan Gosling dargestellt worden als ein
absolut unterkühlter Typ. Es gibt ganz andere Astronauten, die auf dem Mond waren, die sind schier ausgerastet da oben. Charlie Duke ist ein Prediger geworden, selbst der zweite Mann auf dem Mond, Buzz Aldrin, der war total emotionalisiert von allem. Und Armstrong ist für mich so ein, wenn ich das mal so sagen darf, der Clint Eastwood unter den Astronauten. Ja. Total cool. Also der war dermaßen, wir hatten ja an dem Tag auch Gelegenheit, uns nachmittags da zu treffen vor dieser Fernsehsendung. Es war einfach unglaublich, wie cool der über das alles gesprochen hat. Dem ging auch der ganze Rummel ging dem ziemlich auf die Nerven. Das ging ja nachher so weit, dass der hat auch keine, an dem Abend auch keine Autogramme. Das wäre natürlich das Größte gewesen. Autogramm von den Armstrong. Nix. Da gibt es die Anekdote, dass angeblich sein Friseur seine Haare verkauft haben soll. Seitdem hat er keine Autogramme mehr verteilt. Keine Haare hat er noch. Aber die, also wann immer er. Und er war, der Mann war ein Professor für Luft- und Raumfahrttechnik. Das war eines seiner Dinge. War der beste Testflieger, den die US-Astronauten überhaupt je hatten. Der hatte unglaubliche Erfahrung. War ja, und er hat ja auch im letzten Moment, wenn man sich daran erinnert, das Ding mit der Hand auf dem Mond gelandet. Ja, Wahnsinn. Das ist der Hammer, ja. Und dann lief ja auch der Arbeitsspeicher lief da ja. Ja, da gab es immer wieder Probleme. Also über diese ganzen Details der Computer wollen wir gar nicht sprechen. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Astronauten, nämlich den James Lovell, der dann bei Apollo 13 ja auch dieses Ding wieder nach Hause mit der Hand geflogen hat, weil die einfach keinen Sprit mehr hatten. Also da sieht man schon, wie gut die Naturgesetze sind, wie gut das funktioniert, wenn man sich genau würden dran Sie hält, sich ja. in so ein Ding reinsetzen? Ach Gottes Willen. Ich war völlig naiv. Ich war völlig naiv. Ich weiß inzwischen, dass Schwerelosigkeit bei meinem Magen überhaupt nicht gut ankommt und dass ich dann etwas überschwänglich reagiere. Ja. Also das ich wäre völlig. Sie würden sich da nicht reinsetzen? Nein, ich habe mich das gefragt. Das ist ein tolles Buch und Sie beschreiben da so, wie das alles losging. Ich habe mir eigentlich auch vorgenommen für dieses Gespräch, stelle Ihnen einfach nur eine Frage. Ja. Wie ging alles los? Und dann lasse ich Sie eine Viertelstunde reden und danach. Und dann dachte ich aber, wie sehr muss denn Herr Lesch darunter leiden, dass er das, worüber er ständig nachdenkt, was er da so beschreibt, dass er das nie mal wirklich sieht. Mal ein schwarzes Loch mal. Anfassen kann man das ja nicht. Das ist natürlich schlimm. Mal in die Milchstraße reinfahren, auch gegen die Einbahn möglicherweise. Aber einfach mal hin. Ja, das Irre ist ja, wir sehen viele Dinge von der Erde mit unseren Teleskopen viel, viel besser, als wir das sehen würden, wenn wir da hinfliegen. Das Universum ist ja total leer. Das kann ja jeder von uns jeden Abend feststellen. Man sieht Sterne am Himmel. Das heißt, zwischen unserem Auge und dem Stern ist offenbar nichts, was das Licht verschluckt hätte. Mhm. Sonst wird man die Sterne nicht sehen. Und diese Leere ist halt schon dramatisch. Wie viel ist leer vom Universum? 75% sind leer und der Rest ist auch nicht sehr voll. Man muss mal so sagen. Auch nichts. Also, es ist eigentlich. Naja, also ich will jetzt hier nicht mit Zahlen kommen, aber wenn man so einen Kubikzentimeter Luft hier aus dem Studio nimmt, also selbst jetzt noch, also die Luft ist ja nicht dick hier, dann hätten wir hier 100 Trillionen Teilchen pro Kubikzentimeter. Okay. In der Milchstraße hat man ein Teilchen pro Kubikzentimeter, eins, und die mittlere Dichte im Universum ist ein Teilchen pro Kubikmeter. Da ist fast nichts. Also gar nichts. Ja? Ich meine, sonst wird man die Galaxien ja auch nicht sehen. Ja? Also wenn man sich mal überlegt, wir haben also dann ein Teleskop, das ist eine Verlängerung unserer Augen, wir sammeln einfach mehr Licht. Wenn das, wenn da irgendwas draußen ist, dann sieht man meistens dann irgendwelche Dunkelwolken und das verschleiert das Licht der Sterne dann oder verschluckt es sogar. Aber im Wesentlichen sehen wir da draußen durch unglaubliche Weiten Milliarden und Abermilliarden von Lichtjahren. Und das ist aber auch die Voraussetzung, dass wir heute Abend hier so sehen sitzen dürfen, wenn ich das so sagen darf, weil nämlich in gleicher Zeit, wo das Universum so riesengroß geworden ist, hat sich ja Materie unter ihrer eigenen Wirkung zusammengefunden. Okay, aber einmal von vorne, dass selbst einer wie ich das versteht. Haben wir so viel Zeit, das ist ja schön. 13,82 Milliarden Jahre, da ist jetzt... Wie ging das los? Was weiß man heute darüber? War da jemand, der irgendwas antippte? War da jemand, der da irgendwelche Ingredienzien ins Spiel brachte? Naja, also, was war da? Ziel der empirischen Forschung ist natürlich jetzt hier ohne irgendwelche göttlichen oder sonstigen... darüber können wir nicht sprechen. Wir können nur über Innenarchitektur des Kosmos reden. Und dann ist es so, dass man sich fragen kann, was ist das Kleinste, dessen wir durch Experimente, Beobachtungen und Theorien überhaupt noch habhaft werden können? Und das kann man auch ausrechnen. Das ist ziemlich klein, also 15 Größenordnungen kleiner, nee, sogar 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton. Und ich nehme an, alle wissen, wie groß... Klar. Gut, brauchen wir nicht drüber zu reden. Müssen Sie nicht erklären. Das ist klar. Und man kann dann daraus ausrechnen, was die kleinste sinnvolle Zeitskala ist. Die ist auch nicht 0 Sekunden. Das ist eine unglaubliche... Also ich will ja mit den Zahlen gar nicht kommen. Bitte, erzählen Sie das. Ich also liebe das, wenn Sie so komplett abdrehen. Ich mag das total.
Also wenn man das mal richtig in Zahlen fasst, dann ja. hat die Welt angefangen mit 10 hoch minus 35 Meter. Wie viel? 10 hoch minus 35. 1 geteilt durch 10 hoch 35. Also 1 geteilt, also das ist ja, wenn es unten größer ist, ist ja der Bruch insgesamt kleiner. Ne? Klar. Ist klar. Also 1 geteilt durch 2 ist ja die Hälfte. Also, das heißt, wie müssen wir uns das vorstellen? Okay, also es ist wirklich unklar. Es ist 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton. Wenn man das jetzt noch durch die Lichtgeschwindigkeit teilt, also 300.000 Kilometer pro Sekunde, landet man bei der kleinsten Zeiteinheit, die es überhaupt gibt. Und das wären dann 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Also ein Nichts. Daraus lässt sich aber ausrechnen, dass die Anfangstemperatur 10 hoch 32 Kelvin gewesen sein müssen. Beziehungsweise so kalt. Ja, es war frisch damals. Ja. Also eine unglaublich hohe. Aber was ich sagen will, ist, das sind alles nur Grenzbedingungen, die wir aus den Theorien, die wir in unserem Alltag ständig verwenden. Ich schaue hier eine Kamera, das ist eine Digitalkamera. Und eine Digitalkamera ist eine Technologie, die basiert auf der Quantenmechanik. Wenn man im Auto dieses GPS-System verwendet, dann benutzt man die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie für die Synchronisation der Uhren hier unten mit denen da oben. Alle diese Theorien finden Anwendung am Anfang des Universums als das Kleinste, dessen wir überhaupt per Wissenschaft habhaft werden können. Und daran merken Sie schon, also 10 hoch minus 35 Meter ist nicht 0 Meter, 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden ist nicht 0 Sekunden. Das heißt, was immer davor gewesen ist, no matter what, keine Chance, irgendetwas darüber zu sagen. Okay. Luther soll angeblich gesagt haben, was Gott vor dem Anfang des Universums gemacht hat, hat er die Hölle geschaffen für Leute, die solche Fragen stellen. Okay. Also das kann man, das entzieht sich unserer... Ja. Aber das wirklich Irre ist eben... Wird man gläubiger, wenn man so wie Sie sich ständig mit solchen Sachen beschäftigt? Ich will es mal so sagen, man wird auf jeden Fall nicht ungläubiger. Ja. Also die Vernetzung von solchen Prozessen, die bis dazu führen, dass es auf mindestens einem Planeten zu Leben gekommen ist, die ist eben schon sehr erstaunlich. Und diese Gedanken haben natürlich schon viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehabt, die sich damit beschäftigen, sich dann fragen, meine Güte, das ist ja eine Aneinanderreihung von außerordentlich glücklichen Umständen. Und dann kann man das erstmal ganz cool wegdrücken, kann sagen, naja, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht da. Oder man sagt tatsächlich, meine Güte, gucken wir doch mal, was alles dazu notwendig war, genau, damit es überhaupt dazu gekommen ist. Das beschreiben Sie jetzt, und das finde ich auch so faszinierend. Ja. Und Sauerstoff, das ist ja sozusagen das Entscheidende. Ja. Das ist die tollste Geschichte überhaupt. Ich meine, ja, die ist super, die Geschichte. Die ist wirklich unglaublich. Unser Planet hat nicht begonnen mit der Atmosphäre, die wir heute haben. Ja. Die war viel dichter, die war voller Kohlendioxid und giftig. Methan. Das war auch wichtig, wegen dem starken Treibhauseffekt. Sollte man nicht vergessen. Treibhauseffekt, genau. Und irgendwann begannen aber Einzeller, und über den Ursprung des Lebens ließ es sich natürlich jetzt auch wunderbar sprechen. Aber nehmen wir mal an, das Leben ist da. Und das hat sehr lange gebraucht, bis auf einmal das Leben festgestellt hat, es gibt neben den geochemischen Prozessen, von denen man lokal leben kann, es gibt das Licht des Sterns. Und es gibt eben die Photosynthese, also die Verarbeitung von Sonnenlicht, die passiert ohne Produktion von Sauerstoff. Das ist der anaerobe Part. Und das haben Lebewesen lange Zeit gemacht. Anaerobe Bakterien gibt es ja auch immer noch. Immer noch, die Hülle und die Fülle. Ja. Und dann hat eine Sorte, nämlich die Cyanobakterien, die haben rausgefunden, Sauerstoff. That's it. Ja? Sauerstoff ist der beste Elektronenakzeptor, den das Periodensystem der Elemente anbietet. Das heißt, da kann Energie gespeichert und freigesetzt werden. Sehen die so aus? Das sind zum Beispiel unsere solche ursprünglichen Verwandten. Die haben es entschieden, dass auf diesem Planeten Sauerstoff freigesetzt wird bei der Verwendung des Sonnenlichts. Und dadurch ist erstmal nichts passiert. es ist nur gerostet. Milliarden Jahre ist einfach nur Rost. Also Eisen ist verrostet. Weil der Sauerstoff. Den kann man heute noch sehen. Kilometerdicke Eisenerzbänder, aber irgendwann war der Rost fertig und dann fing das alles an und stieg in die Atmosphäre. Und dadurch wurde eine Atmosphäre geschaffen, die dann in der oberen Schicht, in der Stratosphäre oben, die Ozonschicht gemacht hat. Die Ozonschicht sorgt dafür, dass die UV-Strahlung uns nicht mehr so trifft. Ja. Und auf einmal konnte sich Leben aus dem Wasser auf Land begeben, muss man sich ja zum Beispiel auch fragen. Den Pflanzen ging es doch im Wasser gut. Ja? Warum fangen die an aufs Land zu gehen? Weil es mehr Licht gibt da draußen. Der große Benefit an Land ist, es gibt mehr Licht. Die Vielfalt, die biologische Vielfalt an Land ist dramatisch. Ja, klar. Ja. Deswegen versuchen, also das heißt, die Evolution hat diese Nischen alle besetzt. Aber, aber diese kleinen Tiere, die sind sozusagen Lebewesen, dafür zuständig, dass wir heute 18% Sauerstoff in unserer Atmosphäre. 21. Und die brauchen wir. Sonst wenn es zu wenig wird, dann merken wir das deutlich. Ja. Ja, das ganz deutlich sogar.
Und das ist auch eine Bedingung zum Beispiel für Feuer. Das darf man nicht unterschätzen. Auf einem Planeten muss es, damit es Feuer gibt. Und Feuer ist für unsere Art von Energieverwendung ja ganz wichtig. Ja. Wir sind das Tier, das das Feuer beherrscht. Und dadurch können wir die Nahrung vorbehandeln. Vorverdauen, und können unglaubliche sozusagen Mengen an Energie aufnehmen. Kein Tier kann so viel Energie aufnehmen wie wir. Das hat ja letzten Endes auch mit dazu beigetragen, dass wir über entsprechende kognitive Verfahren im Gehirn überhaupt. Das heißt, das Entdeckung des Feuers, die Tatsache, dass du Lebensmittel schon vorverdauen kannst, hat dazu geführt, dass sich unser Gehirn entwickelt hat. Das hat auf jeden Fall, es gibt eine direkte Korrelation zwischen der Fähigkeit, eben Gehirn aufzunehmen, also nicht Gehirn aufzunehmen, okay, Gehirn zu haben, zu entwickeln, und der Art und Weise, wie Energie welche Energien Verwendung findet. Und man kann praktisch die Lebensgeschichte unseres Planeten in so 5 große Energieperioden einteilen. Und die letzte ist eben die, wo das Tier auftaucht, das das Feuer beherrscht. Mhm. Vorher gab es die Tiere, also praktisch Fleisch und Pflanzen. Davor gab es die Photosynthese mit Sauerstoff, die Photosynthese ohne Sauerstoff. Und dann ganz am Anfang war es die Geochemie, also Verwitterungsprozesse. Und so kann man systematisch sehen, wie das Leben auf unserem Planeten jede Nische aufgenommen hat. Bis dazu, dass es eben dann auch Lebewesen gibt, die sich darüber Gedanken machen, was soll denn jetzt eigentlich werden? Wer soll denn SPD-Chef werden? Zum Beispiel, ja. Das ist super. Harter Schnitt. Das hat schon was. Ja, das hat was. Also, ich danke Ihnen sehr. Wissen Sie, was ich so mochte? Also ich glaube, das geht Ihnen auch so, wenn man das so liest, wird einem klar, was diese wenigen Jahre, die es ja letzten Endes nur sind, Aufklärung, ja, dass die dazu geführt haben, dass wir das jetzt alles letzten Endes heute ja wissen. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Ja, und für mich ist es immer ganz wichtig, dass man anhand von so einer Geschichte auch sehen kann, was für ein epochales Unternehmen Wissenschaft ist, was für ein epochales Unternehmen Vernunft und Verstand in den letzten paar hundert Jahren hier angestellt haben. Und dass es vielleicht auch gerade für diejenigen, die eben immer wieder Misstrauen, auch nicht nur in Wissenschaft, sondern überhaupt in Institutionen, haben doch mal immer mal deutlicher auf ihre Vorderhirnlappen hören sollten, als immer nur auf ihren Solarplexus. Ein Appell an alle Guts- und Wutbürger da draußen. Ich danke Ihnen sehr. Nachrichten vom Rande der erkennbaren Welt. Harald Lesch ist heute unser Gast. Vielen Dank. Tolles Buch. Ich sehr empfehlenswert. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Christina Dunst von der Rheinischen Post. Vielen Dank. Markus Feldenkirchen vom Spiegel und dem Mann, den wir eine glückliche Hand für Thüringen wünschen, Herrn Tiefensee. Vielen Dank, Herr Tiefensee. Jetzt die Kollegen von heute. Tschüss, wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann. Danke. Tschüss.